Hallo und herzlich willkommen in der Comicbude. Ich habe heute wieder einen richtig schweren Stapel an Comics dabei. Und ihr wisst, was das heißt? Jawohl, eine weitere Folge Neues für die Bude. Und da fange ich gleich an. Und zwar mit Spawnum 125. Hat mir richtig gut gefallen. Geschrieben von Todd McFarlane. Gezeichnet hat es Carlo Barberi, Ken Lashley und Jim Muniz. Zeichnungen gefallen mir ganz gut. Ich hatte bei den letzten paar Spawn-Bänden ein bisschen Problem, weil ich da nicht mehr richtig durchgeblickt hatte, weil ich mal eine ganze Zeit lang draußen war bei Spawn. Jetzt komme ich langsam wieder rein. Und wie gesagt, Story hat mir gut gefallen. Und auch die Zeichnung, der Gunslinger Spawn kommt hier mal wieder vor. Finde ich richtig cool. Hat mir also richtig Spaß gemacht. Kann ich empfehlen. Quereinstieg ist ein bisschen schwierig bei Spawn, muss ich sagen. Wenn ihr mit Spawn anfangen wollt, dann würde ich euch empfehlen, dann fangt am besten mit den Hardcover-Bänden von Panini an, mit dieser Hardcover-Collection, die es gibt, mit der Origins-Collection. Das würde ich, wenn ich jetzt nochmal mit Spawn anfangen würde, würde ich auf jeden Fall da, würde ich es auf jeden Fall damit machen. Und als nächstes habe ich Captain America, Band Nummer 4. Die Story geht weiter. Das andere Amerika von Dahei Nishi Coates und Anthony Falcone geschrieben. Die Zeichner waren Daniel Acuna, Michael Cho, Leonard Kirk und Bob Quinn. Zeichnungen sind so, ja, sind okay, nichts Weltbewegendes. Kann man machen. Aber durchweg stabil. Cover wie immer von Alex Ross. Wunderbar. Also der Hammer. Und ich habe mir hier ein Lesezeichen reingemacht, weil ich euch dieses Cover vom Red dem Red Skull zeigen wollte. Das fand ich richtig geil. Wenn das nicht gerade so ein Nazi wie der Red Skull, dann wäre das für mich ein Cover, das ich mir an die Wand hängen würde. Aber natürlich ein bisschen schwierig bei so einer Figur. Cap trägt auch wieder sein altes Kostüm, was mir sehr gut gefällt. Bin auch gespannt. Nach wie vor geht die Story, wie gesagt, weiter. Captain America ist ja eines Verbrechens beschuldigt worden, das er nicht begangen hat und ist seitdem untergetaucht. Das wird hier fortgeführt. Dann habe ich mal einen Manga dabei. Gab es ja bei mir auf dem Kanal bisher noch gar nicht zu sehen. Ich lese auch Mangas, nicht allzu viel, hin und wieder, immer wieder mal. Und zwar habe ich Tokyo Killers von Jiro Taniguchi und Natsuo Sekikawa dabei. Und im Deutschen ist das erschienen beim Schreiber- und Leserverlag. Das sind vier Kurzgeschichten. Von den Zeichnungen werde ich euch nichts zeigen, weil ich schon mitbekommen habe, dass die japanischen Originalverlage da ziemlich Stress machen können teilweise. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe auch schon mal durchgeblättert und es hat mir sehr gut gefallen. Hat für den Manga, finde ich, auch einen recht westlichen Zeichenstil. Dann habe ich hier als nächstes den dritten Deluxe-Band von Sweet Tooth. Ich war von den ersten beiden ja absolut begeistert. Den dritten, wie ihr seht, den habe ich hier noch eingeschweißt. Habe ich noch nicht gelesen. Habe ich erst letzte Woche bekommen von Dudes Comic Corner. Grüße gehen raus. Und ich möchte den dritten auf jeden Fall noch lesen, bevor ich mit der Serie anfange auf Netflix. Und wie gesagt, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das auch wieder ein absolutes Erlebnis wird. Jeff Lemire, Sweet Tooth, gezeichnet und geschrieben. Absolute Empfehlung. Dann kommen wir auch schon für mich zu meinem persönlichen Highlight diesen Monat. Der zweite Savage Sword of Conan Omnibus auf Deutsch, jetzt gerade bei Panini erschienen. Hatte ich mir schon seit Ewigkeit vorbestellt. Bin ich froh, dass der jetzt endlich erschienen ist. Ich bin ja absoluter Conan-Fan. Und das, was hier drin ist, das ist für mich die Zeit an Conan, was Comics angeht, was am allerbesten war. Roy Thomas und John Buscema. Das ist für mich das beste Kreativteam an Conan, sowohl an Savage Sword of Conan wie auch Conan der Barbar. Gibt es für mich nichts Besseres. Da kommen für mich auch die
Sachen, die bei Dark Horse erschienen sind. Also da waren ja von Kurt Busiek und Kerry Nord, die waren auch super, kommt aber mich nicht ran. Mich kommen ja auch die französischen Alben, die der Teil erscheinen, bei Splitter erscheinen, die sind auch nicht schlecht. Kommen für mich auch nicht ran, und genauso wenig wie die aktuellen Marvel-Sachen. Wir haben hier nicht nur John Buscema drin, wir haben teilweise auch Gil Kane als Zeichner enthalten. Finde ich auch nicht schlecht. Der kommt für mich aber an John Buscema, kommt er nicht ran. Geschrieben müsste alles von Roy Thomas sein. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Schutzumschlag, sollte man vielleicht vorher abnehmen, bevor man es zeigt. Dann geht es einfacher. Ja, machen wir den mal weg. So, das Ganze ohne Schutzumschlag aus, falls es euch interessiert. Und wie gesagt, John Buscema für mich an Conan einfach der Beste. Für mich, wie gesagt, mein absolutes Highlight diesen Monat. Nächsten Monat erscheint ja schon der nächste, der fünfte Classic Omnibus von Conan der Barbar. Den habe ich bereits auch vorbestellt. Freue ich mich auch. Da könnte sein, dass dann Februar wird auch nochmal Roy Thomas und John Buscema enthalten sein. Dann könnte es sein, dass sich der Run dann auch schon langsam dem Ende nähert. Ich weiß gar nicht, ich glaube 180 Ausgaben, sowas um den Dreh, haben wir beiden zusammen an Conan gemacht. Also es war ein ewig langer Run. Tipptopp. Dann habe ich hier das erste Mal was aus dem Avant Verlag gelesen, und zwar Ich, der Verrückte. Ein Comic aus Spanien. Von Antonio Altarriba und Gecko. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wer Zeichner und wer Autor war. Vermutlich Antonio Altarriba, vermutlich Autor. Meistens wird ja der Autor als erstes genannt. Und das ist ein wunderschönes Buch. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann im Video. Mit diesem Golddruck. Also ist richtig toll aufgemacht, auch hinten. Ja, und um was geht es? Es geht um einen Mann namens Angel Molinos, der arbeitet für die Pharmaindustrie, und sein Job ist es, mehr oder weniger Krankheiten zu erfinden oder beziehungsweise aus allen Möglichkeiten Krankheiten zu machen, damit die Pharmaindustrie mehr Medikamente absetzen kann. Er hat einen Arbeitskollegen, der das nicht länger hinnehmen möchte und offen zugeht und sagt, dass er an die Öffentlichkeit gehen will und das Ganze publik machen möchte. Dieser Arbeitskollege verschwindet dann aber. Also wir haben schöne Schwarz-Weiß-Zeichnungen auch hier. Und der Verdacht liegt natürlich nahe, dass die Pharmaindustrie hat ihn verschwinden lassen. Also der Arbeitgeber. Die Schwarz-Weiß-Zeichnungen werden auch immer wieder mal unterbrochen durch Gelb als zusätzliche Farbe. Das ist auch sehr interessant. Und der gute Angel beschließt daraufhin, selbst auch tätig zu werden und das nicht länger mitzumachen, das nicht länger hinzunehmen und gegen die Firma vorzugehen. Und wird dann aber, er hat also auch Privatprobleme in seiner Vergangenheit. Er ist schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, oder was heißt schwieriges Verhältnis zu seinem Vater? Er ist von seinem Vater missbraucht worden als Kind, wie man hier drin erfährt. Und leidet auch immer wieder an Albträumen. Und er wird langsam paranoid, und man weiß nicht genau, wird er wirklich verfolgt oder bildet er sich das nur ein. Und ich, der Verrückte, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Schaut da mal rein beim Avant Verlag. Es gibt auch noch vom gleichen Kreativteam gibt es auch noch den Band Ich, der Mörder. Kann ich euch aber nicht sagen, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen den beiden, weil ich, wie gesagt, Ich, der Verrückte war das erste, was ich jetzt davon gelesen habe. Auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. War mal richtig eine packende Geschichte. Und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, erschienen beim Alwand Verlag. Schönes Hardcover. Und dann habe ich was, da brauche ich,
brauche ich eigentlich gar nicht viel Worte darüber verlieren, weil das in den letzten Wochen und Monaten in aller Munde war. Nämlich Habibi, gar nicht mal so aktuell das Werk, ist glaube ich schon 2011 erschienen, von Craig Thompson das Ganze, auf Deutsch beim Reprodukt Verlag erschienen. Und das hatte ich schon gesehen bei, also So geht Comic hat ja so davon geschwärmt, der YouTube-Kanal So geht Comic hat davon sehr geschwärmt. Dann Nerdikai hat darüber gesprochen, Kane Comics mehr hat darüber gesprochen, alle waren total begeistert von diesem Band. Und ich hatte von Craig Thompson bereits schon Blankets gelesen, seinerzeit beim Carlsen Verlag erschienen. Und das fand ich auch unglaublich tolles Werk. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich lange überlegt, ob ich mir Habibi auch zulegen soll. War mir aber eigentlich gesagt zu teuer, ich habe es jetzt aber gebraucht, günstig bekommen, muss ich sagen. Und ich habe es schon erwähnt, bei Reprodukt erschienen, weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Also ungefähr 650 Seiten dick, also richtiger Wälzer mit Leseband, sowas liebe ich auch. Eben zur Geschichte kann ich noch nicht sagen, ich habe es noch nicht gelesen. Auch verarbeitet. Ihr wisst, ich bin bibliophil veranlagt. Und sowas mit einem Golddruck und so einer tollen Aufmachung, da hat man mich schon mal. Und wie gesagt, von Blankets war ich schon total begeistert. Das ist ja so ein autobiografischer Comicroman, den der gute Craig Thompson hier geschrieben hat. Und von daher sind meine Erwartungen an Habibi auch recht hoch. Ich bin gespannt, ob es dem Hype gerecht wird. Aber ich vermute schon, ja, da eben, wie gesagt, da Blankets schon so toll war, kann das hier nicht ganz schlecht sein. So, würde mich von euch interessieren, habt ihr Habibi vielleicht auch gelesen? Dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob es dem Hype gerecht oder nicht. Oder seid ihr vielleicht auch durch diesen ganzen Hype darauf aufmerksam geworden? Wollt ihr das jetzt vielleicht auch mal lesen? Schreibt mir das alles mal in die Kommentare. Und dann zeige ich euch mal nochmal, wie eben gesagt, Habibi, ich der Verrückte vom Avant Verlag. Mein Highlight des Monats, Savage Sword of Conan, jetzt schon. Ich habe die Geschichten sogar auch schon mal in anderer Form, teilweise. Ich musste sie aber nochmal haben in diesem Großformat, weil ich liebe Conan. Dann der abschließende Deluxe Band von Sweet Tooth. Muss ich noch lesen, bevor ich die Serie schaue. Tokyo Killers von Jiro Taniguchi und Natsuo Sekikawa, erschienen bei Schreiber und Leser. Wie gesagt, aus Sicherheitsgründen keine Bilder dazu in die Kamera. Captain America Nummer 4, bei Panini logischerweise. Und genauso Spawn Nummer 125. So, dann sind wir auch dann durch. Mehr habe ich dazu noch nicht zu sagen. Ich vermute, wir werden uns in einer Woche wiedersehen. Was dann für ein Video kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Vielleicht schon wieder ein neues für die Bude. Vielleicht auch wieder eine einzelne Comic-Vorstellung. Möglicherweise auch eine Figuren-Vorstellung wieder. Oder eine Lootbox. Keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht sagen im Moment. Weil ich tue zurzeit nicht mehr großartig im Voraus aufnehmen. Ich tue eigentlich immer sehr kurzfristig jetzt aufnehmen. Habe ich gemerkt, das ist besser. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu den Comics, wenn ihr was davon gelesen habt, was euch davon interessiert. Würde mich sehr interessieren, ein bisschen Austausch mit euch zu haben. Dann, wie gesagt, bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir sehen und hören uns. Ciao.